Herr Botschafter Martirosyan, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich darf Sie im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung ganz herzlich zu dieser Abendveranstaltung begrüßen. Sie schließt an eine Fachkonferenz an, die heute bereits den ganzen Tag über das Thema vertieft hat, das wir heute Abend auch diskutieren wollen. Der Völkermord an den Armeniern und die deutsche Öffentlichkeit. Weshalb ziehen wir diese Verbindung? Erstens wegen der historischen Wahrheit. Das Deutsche Reich, das damalige Deutsche Reich, hat eine Mitverantwortung an diesem Völkermord, dem fast die gesamte armenische Bevölkerung in Anatolien zum Opfer gefallen ist. Es waren damals hunderte deutsche Offiziere als Berater und Kommandeure der türkischen Armee eingesetzt. Und einige von ihnen waren aktiv an den Operationen gegen die Armenier beteiligt. Der damalige Reichskanzler Bethmann Hollweg wies alle Eingaben deutscher Diplomaten und Militärs zurück, die darauf drängten, gegen die Grausamkeiten an der armenischen Volksgruppe auf diplomatischem Wege einzuschreiten. Auch das gab es. Im Originalton hieß das, ich zitiere aus den Akten, unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten, gleichgültig, ob darüber die Armenier zugrunde gehen oder nicht. Und jede Diskussion in Deutschland über diese damaligen Geschehnisse im Osmanischen Reich muss sich dieser Mitverantwortung stellen. Ein zweiter Grund, weshalb wir dieses Thema gewählt haben, ist die europäische Dimension, die dieser Völkermord an den Armeniern hatte und immer noch hat. Es war der Auftakt eines halben Jahrhunderts in Europa, das gekennzeichnet war von Deportationen, ethnischen Säuberungen, Hungermärschen, Konzentrationslagern und Genozid. Und in gewisser Weise hat sich auch der deutsche Nationalsozialismus und Hitler selbst auf dieses historische Beispiel berufen, als er sagte, die Vernichtung der Juden wird ebenso schnell vergessen sein wie die Vernichtung der Armenier. Und drittens greifen wir diese Verbindung auf, weil wir mit dieser Diskussion über die Rolle des Deutschen Reichs einen Beitrag leisten wollen, auch zur Entkrampfung der Diskussion in der Türkei selbst. Erstens, weil wir hoffen, dass es auch auf die Debatte in der Türkei ausstrahlt, wenn in der Bundesrepublik dieses Thema diskutiert wird, unter Einbeziehung, unter Teilnahme von Immigranten aus der Türkei, aus Armenien. Und wir denken auch, dass wir darüber deutlich machen können, dass es nicht darum geht, die heutige Türkei auf die Anklagebank zu setzen. Was wir erwarten, ist, dass die türkische Regierung sich ihrer politischen Verantwortung stellt, eine offene Debatte über die dunklen Seiten der türkischen Geschichte zuzulassen und sie zu ermutigen, statt sie zu unterdrücken. Auch weil wir überzeugt sind, dass die offene Aufarbeitung dieser Vergangenheit eine zentrale Voraussetzung ist für die Entwicklung einer demokratischen politischen Kultur in der Türkei. Deshalb ist uns das ein großes Anliegen, die Geschichte zu verknüpfen mit der politischen Gegenwart und einen Beitrag zu leisten für eine
bessere Zukunft, nicht nur zwischen der Türkei und Armenien, sondern für ein gemeinsames Europa, das offen mit seiner Geschichte umgeht. Ich darf jetzt unseren Keynote-Speaker, der die abendliche Diskussion einleiten wird, bitten, zum Podium zu kommen, Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen, den ich hier, glaube ich, nicht mehr vorstellen muss. Er ist in vielfacher Hinsicht prädestiniert für diese Debatte, auch als jemand, der von verschiedenen Seiten angegriffen wird für die klare und aufrechte Haltung, die er nicht nur in dieser Frage hat. Und manchmal ist das nicht der schlechteste Ort, zwischen den Stühlen zu sitzen. Also Cem, ich bitte ums Wort. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Botschafter, lieber Ralf, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, heute bei der Fachtagung reden zu dürfen. Ich hatte heute früh schon teilweise das Vergnügen oder die Gelegenheit teilzunehmen an der Konferenz. Leider habe ich nicht an der gesamten Konferenz teilnehmen können, weil ich zu Papstrede musste. Ich glaube, das wäre etwas ungut gekommen, wenn jemand, der muslimischer Herkunft ist, an der Papstrede nicht teilnimmt. Nachdem viele Menschen, die christlich getauft sind, nicht an der Papstrede teilgenommen haben, dachte ich, ich muss ein bisschen auffüllen, um da die Reihen zu schließen. Ich will auch die Gelegenheit nutzen, Uli Dufner und allen, die am Zustandekommen dieser Konferenz beigetragen haben, herzlich zu danken. Wenn ich mir den Wunsch erlauben darf, es wurde heute ja, glaube ich, auch schon von Herrn Gus gesagt, es wäre schön, wenn die Konferenz eine Fortsetzung findet, vielleicht sogar in der Türkei. Heute wurde ja schon gesagt, in Diyarbakir, in Ahmet oder in Istanbul, wo auch immer, und dann auch mit Wissenschaftlern aus der Türkei, weil ich glaube, es ist wichtig und es ist nicht erledigt damit, dass man diese Konferenz macht, auch wenn sie ja nicht die einzige ihrer Art ist. Ich will auch jetzt immer noch vor der Klammer sagen, in welcher Funktion ich spreche, denn der Ralf Füchs hat mich ja gerade vorgestellt und darauf hingewiesen, auf meine Rolle, aber mir liegt sehr viel daran klarzumachen, dass ich hier in der Funktion als Vorsitzender einer deutschen Partei spreche und nicht als Repräsentant der Republik Türkei oder als Repräsentant der türkischen Community. Das könnte ich gar nicht, ich bin nicht mal türkischer Staatsbürger, und für die türkische Community kann man auch nicht sprechen, weil es gibt keinen Sprecher oder Repräsentanten der türkischen Community in Deutschland, der autorisiert wäre, für alle zu sprechen, so wie es nicht den Sprecher der Deutschen gibt, logischerweise, sondern es gibt da immer gewählte Personen, die auch wieder abgewählt werden können. Also das ist mir sehr wichtig. Und ich will noch was vor der Klammer sagen, nämlich wie mein persönlicher Zugang zum Thema ist. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen aus einer sogenannten türkischen Gastarbeiterfamilie. Wir haben ja dieses Jahr den 50. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens und habe über das Thema Genozid Armenier praktisch gar nichts erfahren. In der deutschen Schule am Vormittag und nachmittags, wenn ich Türkischunterricht hatte oder türkische Schule hatte, die zweimal in der Woche stattfand, während der Grundschulzeit, organisiert über die Konsulate. Das Einzige, was ich da gelernt habe über die türkische oder in dem Fall osmanische Geschichte, war, dass wir, quote on quote, einen Krieg nach dem anderen gewinnen, aber das Osmanische Reich wurde immer kleiner dabei. Und als ich mir erlaubt habe, eine Frage zu stellen an den Lehrer, wie das denn passieren kann, dass man ständig Kriege gewinnt, aber das Reich immer kleiner wird, gab es eine Ohrfeige und ich wusste, falsche Frage. Nicht falsche Antwort, sondern falsche Frage. Das war meine erste Lektion in türkischer Geschichtsschreibung. Dann 1994, als ich für den Bundestag kandidiert habe und kurz davor passierte auch was ganz Spannendes, als jemand, der in Deutschland sozialisiert ist und über Themen sozialisiert wurde, wie andere Gleichaltrige in seiner Phase, also Ökologie, Nachrüstung, Solidarität mit der Dritten Welt etc., wurde ich mitten reingeworfen in die innertürkischen Debatten, die mir völlig fremd waren, die ich gar nicht kannte. Vor 1994, also vor meiner Wahl im Deutschen Bundestag, gab es einige linke Organisationen, jetzt aus dem türkisch-kurdischen Bereich, die haben gesagt, türkische Herkunft, der wird bestimmt ein Agent des türkischen Geheimdienstes. Wurde ernsthaft gesagt, da gab es Flugblätter, Agent des türkischen Geheimdienstes. Nach meiner Wahl in den Deutschen Bundestag 1994 wurde ich wiederum zum PKK-Anhänger.
Es hatte sich nichts an meinen Ansichten geändert. Ich war auf einmal auf der Seite 1 der Hürriyet und andere Zeitungen immer neben dem Foto von Öcalan abgebildet. Es fehlte eigentlich nur noch die Guerilla-Uniform, die man mir hinzufügt. Ähnlich verhält es sich mit dem Zugang zum armenischen Thema. Bevor ich 2001 aus Anlass des 24. April dem Gedenken an den Völkermord, an dem Gedenkgottesdienst in Köln in der Kirche teilgenommen hatte, auf Einladung des Erzbischofs, war ich ein Verharmloser des Völkermords. Kann man im Internet noch zum Teil nachlesen. Nach meiner Teilnahme wiederum war ich in Ungnade gefallen bei einem Teil der türkischen Community, die mich wiederum sahen als ein Instrument des deutschen und armenischen Imperialismus, der versucht, die Türkei zu spalten. Auch da hatte sich in meiner Position grundsätzlich nichts geändert. Ich sage das deshalb, weil es ein bisschen auch erklärt, dass das gesamte Thema von Minenfeldern umstellt ist und denjenigen, die versuchen, da was voranzubringen, es dadurch nicht unbedingt leichter gemacht wird. Das alles, was ich Ihnen gerade erzählt habe, ist aber gar nichts. Nichts im Vergleich zu denjenigen, die das unter ungleich schwierigen Bedingungen in der Türkei machen. Ich will einen nennen, der leider heute nicht mehr unter uns weilt, weil er ermordet wurde, nämlich Hrant Dink. Eine meiner letzten Veranstaltungen, die ich hatte im Europaparlament mit ihm, war 2005 in Straßburg im Europaparlament mit Tanan Akçam, mit Etienne Mahçupyan und mit Hrant Dink, auch zum Thema Umgang mit dem Völkermord und mit der armenischen Frage. Und da passierte was, was für mich auch völlig neu war, nämlich Hrant wurde im Wesentlichen durch einzelne Vertreter der armenischen Diaspora massivst angegriffen, auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie erlebt hatte, also so tief unterhalb der Gürtellinie, wo ich sprachlos war. Richtig als Mensch in Frage gestellt, als Verräter, Knecht der Türken, Speichellecker der Türken. Ich nehme jetzt nur die höflichen Zitate, die anderen lasse ich besser weg. Wir saßen anschließend zusammen in einer Kneipe in Straßburg und Hrant sagte, so, das war jetzt die armenische Diaspora. Morgen fliege ich zurück in die Türkei und dann kommt das Ganze diesmal von den türkischen Nationalisten. Da werden die türkischen Nationalisten sagen, du bist ein armenischer Spalter, Separatist und Terroristenfreund und was weiß ich was. Und wir waren so weit, das haben wir leider nicht umsetzen können, wegen der Ermordung von Hrant, aber wir hatten eigentlich schon beschlossen, dass wir den Club der Vaterlandsverräter gründen wollen. Also von all denjenigen, die offensichtlich den jeweiligen Vertretern der etwas extremeren Position zu weich sind oder nicht hart genug. Ich will zu den aktuellen Entwicklungen kurz was sagen. 2005, manche werden sich erinnern, sollte in Istanbul an einer Universität das erste Mal quasi eine Fachtagung stattfinden, die offizielle türkische Geschichtsthese, nämlich dass der Völkermord nie stattfand, dass alles im Prinzip zurückzuführen ist auf Krankheiten, die bei dem Versuch, die Armenier woanders hinzusiedeln, also die offizielle Geschichtsschreibung, in Frage zu stellen und mit dem zu konfrontieren, was 99,9% der Wissenschaftler in der Welt als die vorherrschende Meinung betrachten. Dieser Versuch scheiterte, weil der damalige Justizminister, der übrigens immer noch der Regierung angehört, in einer anderen Funktion, diese Konferenz in Abwesenheit des Ministerpräsidenten Erdogan allerdings verhinderte. Ein Jahr später fand diese Konferenz dann Gott sei Dank statt. Ich war dort Referent, durfte teilnehmen und es passierte was ganz Spannendes. Zum ersten Mal gab es in Istanbul eine solche Tagung, an der Leute wie Tanan Akçam, die davor nie bei vergleichbaren Tagungen in der Türkei teilnehmen konnten, neben Halil Berktay und Hrant und vielen anderen, die bei der Gelegenheit dort reden konnten. Leider wurde die Konferenz nicht live übertragen. Man hätte sich das gewünscht, dass sie live im Fernsehen übertragen wäre, weil das wäre, glaube ich, eine spannende Lernerfahrung gewesen für so Leute wie mich, die offiziellen türkischen Geschichtsunterricht kennengelernt haben und zum ersten Mal vielleicht was ganz anderes hätten hören können. Aber immerhin kamen Auszüge daraus in der Presse und das hat viele Diskussionen ausgelöst, die man sich bis dahin kaum vorstellen konnte. Dieser Prozess der Öffnung, der Liberalisierung mit vielen Büchern, mit Filmen, mit Dokumentationen etc. hat einen ganz zentralen Wendepunkt genommen. Ich habe das vorher schon gesagt, am 19. Januar 2007, nämlich mit der Ermordung von Hrant. Ich glaube, dass die Ermordung von Hrant nicht zufällig gewählt ist. Ich glaube nicht, dass man ihn zufällig ausgesucht hat, sondern es war mit Absicht ausgesucht. Es gibt ja manchmal so Ermordungen, wo man sagt, dass die Mörder ihr Ziel erreichen, möglicherweise. Die Ermordung von Rabin war so eine solche Ermordung. Weil diejenigen, die Rabin ermordet hatten, die wussten ganz genau, man muss Rabin töten, wenn man den Friedensprozess beenden möchte.
Warum? Weil Rabin war jemand, der bei der palästinensischen Seite Anerkennung hatte, aber in Israel genug Gewicht hatte, dass er die schwierigen Entscheidungen hätte durchsetzen können. Rand zu ermorden war genau was Vergleichbares wie die Ermordung von Rabin. Weil Rand war jemand, der Armenier in der Türkei, türkischer Staatsbürger, mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen Art, wie er redete, indem er zu den Herzen der Menschen redete. Nach jedem Fernsehauftritt von Rand, ich habe es zum Teil selber mit eigenen Augen gesehen oder mitbekommen, gab es natürlich die üblichen Morddrohungen, die üblichen Beschimpfungen, die üblichen Schimpfkanonaden und Briefe und alles, was da dazugehört. Aber es gab immer auch die anderen, die sich bei ihm gemeldet haben und gesagt haben, wo komme ich her? Mir hat mal gesagt, ich wurde adoptiert, ich will mein Leben von dir erklärt haben. Ganze Dörfer aus der Region Dersim, Tunjele, haben sich bei ihm gemeldet. Viele andere, die gesagt haben, wir haben bei uns im Haus Dokumente gefunden. Wir wollen diese Dokumente nicht dem Staat geben, weil wir dem Staat nicht trauen. Sollen wir sie dir geben? Auch das passierte in der Türkei. Und nach jedem Fernsehauftritt von ihm gab es hier oben ein Fragezeichen bei vielen Zuschauern, die gesagt haben, Mensch, der ist ja gar nicht so, wie man uns immer die Armenier erzählt hat. Und genau das wollte man verhindern. Und man hat das leider, muss man sagen, zum Teil erfolgreich verhindert. Umso wichtiger ist es, dass dieser Prozess nicht unterbrochen wird, sondern fortgeführt wird. Auf der politischen Ebene, der Botschafter weiß es, gab es den Versuch, manche sagen Fußballdiplomatie, den Versuch eines Annäherungsprozesses, vermittelt von der Schweiz, der mir dafür gar nicht dankbar genug sein kann, zwischen der Türkei und Armenien. Bedauerlicherweise, muss man sagen, ist dieser Prozess aufgrund von Bergkarabach erstmal zum Halt gekommen. Offensichtlich ist es so, dass in dem Fall die türkische Seite den Faktor Bergkarabach unterschätzt hat für die türkische Innenpolitik und die Möglichkeiten, wie das instrumentalisiert werden kann. Ich will bei der Gelegenheit auch dazu sagen, dass es eigentlich erfreulich ist, dass der türkische Außenminister diese Idee einer Zero-Problem-Policy, wie er es nennt, in der Außenpolitik macht. Aber wenn man mal die Resultate betrachtet, dann glaube ich, ist da doch noch eine große Leerstelle zu betrachten. Die Idee ist sehr gut, die Umsetzung lässt noch auf sich warten, bedauerlicherweise. Auch da kann man Ankara nur ermuten, den Worten Taten folgen zu lassen. Und eines muss klar sein, man kann nur Mitglied in der Europäischen Union sein, wenn man mit allen seinen Nachbarn sich gut versteht und zu allen Nachbarn offene Grenzen unterhält und alle Nachbarn schließt nun mal die Republik Armenien mit ein. Zur Rolle der Bundesrepublik Deutschland bzw. in dem Fall des Deutschen Reichs. Ich glaube, dass man als deutscher Staatsbürger zu dem Thema gar nicht reden kann und dass man am Anfang sagt, dass auch wir Deutsche in dieser Frage Schuld auf uns geladen haben, weil wir zum Teil, die Historiker, die Experten haben das heute ausführlich debattiert. Übrigens bei der Gelegenheit großer Dank an Sie, Herr Gust, für all die Fleißarbeit, die Sie da gemacht haben, die ja noch fortgeführt wird auf der Website, die für mich auch immer eine dankbare Quelle ist. Das will ich bei der Gelegenheit gerne sagen. Aber wenn man die Dokumente betrachtet, ist es offensichtlich, dass wir Deutsche unsere Hände da nicht in Unschuld waschen können, sondern in gerütteltem Maße Mitverantwortung haben für das, was passierte damals bei unserem Verbündeten, dem türkischen Reich damals oder dem Osmanischen Reich. Insofern erfolgt daraus meines Erachtens auch eine Verantwortung für das, wie es weitergeht. Weil die Verantwortung ist nicht abgeschlossen damit, dass das Osmanische Reich heute die Republik Türkei ist und das Deutsche Kaiserreich heute die Bundesrepublik Deutschland ist. Damit ist die Verantwortung nicht beendet, meines Erachtens. Ich will noch etwas weiteres sagen. Vielleicht ernte ich jetzt den einen oder anderen unverständnisvollen Blick, aber ich will es trotzdem sagen, denn ich wurde ja gebeten, offen zu reden. Ich verstehe, dass gerade bei vielen in der armenischen Diaspora, vor allem bei denjenigen, die Nachfahren sind des Völkermords, die Nachfahren sind der schrecklichen Verbrechen, der Wunsch besteht, dass jedes Parlament dieser Welt einen Völkermordanerkennungsbeschluss fasst. Und wahrscheinlich würde es mir nicht anders gehen, wenn ich selber armenische Herkunft wäre. Ich glaube aber, dass es die Wunden nicht verheilt. Ich glaube nicht, dass es das Problem löst. Und ich glaube, die eigentliche, in Anführungszeichen, Lösung wird es erst geben, wenn die türkische Nationalversammlung sich mit dem Thema beschäftigt und im Prinzip das, was bislang die offizielle türkische Geschichtsschreibung ist, dem anpasst, was sich als Allgemeingut im Stand der Wissenschaft mittlerweile herausgearbeitet hat. Von daher war ich immer jemand, Sie können es ja nachlesen, der gesagt hat, ich verstehe das, aber ich glaube, das Problem wird dadurch nicht gelöst. Selbst wenn jetzt Palästina, wenn es möglicherweise ein Upgrade bekommt als Staat, als erstes jetzt sagen würde, wir erkennen den armenischen Völkermord an.
Es wird das Grundproblem nicht lösen. Denn die Heilung der Wunde, die ist in Anatolien. Die ist weder in Parlament X oder in Parlament Y irgendwo zu suchen. Ähnliches gilt meines Erachtens für die Völkermordleugnungsparagraphen, die in der Schweiz oder in Frankreich beschlossen worden sind. Ich darf in dem Fall ausnahmsweise mal mich selber zitieren, dass man in der Türkei sagen kann, dass es ein Völkermord war, wird nicht dadurch erleichtert, dass man in anderen Ländern nicht sagen darf, dass es keiner war. Von daher auch da, glaube ich, hilft es nicht wirklich weiter. Und für mich ist immer so eine absurde Situation, wenn am 24. April in den USA die Diskussion wieder beginnt, wie der amerikanische Präsident einen Begriff findet für den Völkermord. Gerade zur absurde Diskussion, es geht um alles, nur nicht um die Geschichte, es geht um alles, nur nicht um die Armenier, sondern es geht um Politik, es geht um die Frage, welche Rolle die Türkei zu dem jeweiligen Zeitpunkt spielt, es geht um die Frage, wie das geostrategische Interesse der Türkei gegenwärtig ist, aber es geht nie, nie um die Frage, was ist damals passiert und hilft es möglicherweise irgendjemandem weiter. Von daher nochmal, ich verstehe die Reaktion, aber weise darauf hin, dass es das Grundproblem meines Erachtens nicht löst. Und ein weiterer Punkt, wenn ich gerade schon dabei bin, ich glaube, man kann gar nicht groß genug die Verdienste von Johannes Lepsius würdigen, was die Aufklärungsarbeit angeht in seinen Werken Armenien und Europa, Bericht über die Lage des armenischen Volkes in der Türkei bis zum Aufbau der deutschen Orientmission. Alles das, glaube ich, ist unumstritten, das zu würdigen. Und trotzdem habe ich ein Fragezeichen, ob die Umsetzung des Beschlusses des Deutschen Bundestages darin, dass man vor allem sich auf das Lepsius-Haus konzentriert, die Umsetzung ist, die wirklich irgendwas bewegt in der Frage. Was würden wir uns denn vergeben, wenn wir beispielsweise, ich schaue hierhin, bekannte Professoren, die zu dem Thema arbeiten, in Deutschland einen Lehrstuhl geben würden, damit wissenschaftlich gearbeitet wird, Studenten, übrigens in dem Fall auch türkische Studenten, entsprechend studieren könnten, sich damit beschäftigen könnten und eine vernünftige Aufarbeitung stattfinden würde, die diesen Virus des Zweifels, wenn man so möchte, dann wiederum in die Türkei und anderswo hintragen. Ich glaube, da wäre eine Umsetzung sinnvoller angelegt. Wie gesagt, ich will das nochmal deutlich sagen, ich will die Rolle von Lepsius keineswegs schmälern, aber ich glaube, wenn man möchte, dass man das zum Anlass nimmt, dass ein Öffnungsprozess in der Diskussion in der Türkei stattfindet, bin ich mir nicht sicher, ob jemand zu dessen Verdiensten auch gehört, dass er die Weimarer Republik verachtete, dass er sich vehement für eine Rückkehr der Hohenzollern einsetzte und für ein Großdeutschland schwärmte, ob das unbedingt das Vorbild sein sollte für die moderne Türkei von heute. Auch das will ich bei der Gelegenheit ansprechen. Und wenn ich in einem weiteren Punkt einen Ausblick wagen darf, dahin, wo meines Erachtens, oder nicht ein Ausblick, sondern erstmal ein Rückblick, warum ich glaube, dass die Türkei sich so schwer damit tut, dann will ich im Prinzip auf etwas zurückgreifen, was ich glaube, Professor Boris Barth heute früh bereits angesprochen hat. Man darf nicht vergessen, wenn man die heutige Türkei betrachtet, und viele fragen sich ja zu Recht, warum tut sich die Türkei eigentlich so immens schwer damit, etwas anzuerkennen, was ja vor der Gründung der Republik Türkei erfolgte, von Leuten, die Totengräber des Osmanischen Reiches waren. Da kann es ja keinen historischen Zweifel darüber geben. Itat Terraki waren die Totengräber des Osmanischen Reiches. Also warum tut sich die Republik so schwer damit? Ich glaube, es gibt da mehrdimensionale Antworten drauf. Die eine hat damit zu tun, dass man wissen muss, dass man zwischen 1878 und dem Ersten Weltkrieg hat das Osmanische Reich ungefähr 85% seines Territoriums und 75% seiner Bevölkerung verloren. Tane Akçam weist darauf immerhin. Und ich will Sie nicht mit Zahlen langweilen, aber zwischen 1814 und 1826, also während des serbischen und griechischen Unabhängigkeitskrieges, sind ca. 20.000 bis 40.000 Flüchtlinge von dort vertrieben worden. Zwischen 1854 und 1856 gab es russische Vertreibungen von muslimischen Krimtataren in die Balkanprovinzen, die dann später wiederum zum Teil innerhalb derselben Lebensspanne ein zweites Mal vertrieben worden sind, diesmal von dort in die Türkei. Zwischen 1875 und 1878 die Flucht und die Vertreibungen aus Bosnien, aus Serbien, aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Griechenland in der Größenordnung 500.000 bis 600.000 Menschen. Die Umsiedlung der Muslime aus Kreta 1908 mit vielen, vielen Toten. Zwischen 1912 und 1914 und im Zweiten Balkankrieg die Vertreibungen, man geht davon aus, bis zu 450.000 Menschen. Und schließlich
das, was man verharmlosend in der Schule, so habe ich es zumindest noch gelernt, die sogenannte Umsiedlung benannte, nämlich muslimische Menschen aus Griechenland in die Türkei und umgekehrt Christen, orthodoxe Christen aus der Türkei nach Griechenland. Auch das, glaube ich, ragt als Trauma nach wie vor heraus und ist wichtig für das Verständnis dessen, was da passiert ist. Ich kann das auch biografisch machen. Der Exodus der kaukasischen Muslime, darunter der Tscherkessen, 1878 aus dem Zarenreich. Wie gesagt, mein Vater selber oder die Vorfahren meines Vaters zählen da dazu. Das erklärt vielleicht ein bisschen, warum gerade Menschen, die selber Opfer von Vertreibungen wurden, die dann in die Republik kamen, in die neu gegründete Republik kamen und gesagt bekommen haben, das ist eure Republik, die kann euch keiner mehr wegnehmen, sich in besonderer Weise an die Türkei klammern. Und leider bleibt es nicht nur dabei, dass sie an die Türkei klammern, sondern auch ins Türkentum, an den türkischen Nationalismus klammern. Und das ist, glaube ich, ein Teil der Erklärung. Ein anderer Teil der Erklärung ist meines Erachtens, dass man ja nicht mit dem Ende des Osmanischen Reiches und mit dem Beginn der Republik einen Clear Cut hatte. Ich weiß nicht mehr, wer heute früh darauf hingewiesen hatte, aber im Prinzip muss man natürlich von der Kontinuität sprechen. Viele der Akteure, die aktiv beteiligt waren in die Verbrechen, haben in der Republik Türkei an maßgeblichen Stellen Funktionen übernommen. Und zwar auf beiden Seiten des politischen Spektrums, das unterschlägt man heute immer. Das war nicht nur die JHP, das war auch später bei der Demokratpartei, wenn ich an die Gründer der Demokratpartei denke, die aktiv zum Teil Funktionen hatten, beteiligt waren. Das macht die Situation in besonderer Weise meines Erachtens dramatisch. Man kann die Türkei meines Erachtens nicht verstehen, wenn man nicht diese Angst, die jedem eingeimpft wird, von der ersten Klasse an bis zum letzten Schuljahr vor der Teilung, vor dem Servus-Syndrom, dass das Land von imperialistischen Mächten geteilt werden soll, die Angst vor dem Separatismus, die jedem eingeimpft wird. Ohne das zu verstehen, glaube ich, versteht man nicht die Probleme, die viele in der Türkei bedauerlicherweise nach wie vor haben. Wie kann ein Brechen dieses Nationalismus aussehen? Ich glaube, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man die Frage beantwortet, was ist eigentlich ein guter Türke? Was ist ein guter Staatsbürger? Oder zeitgemäß müsste man wahrscheinlich sagen, wegen der AKP-Regierung, was ist ein guter Muslim? Sind es diejenigen, die beteiligt waren in die Verbrechen? Oder sind es die, die es ja auch gab, die sich den Verbrechen in den Weg gestellt haben? Die ihre Nachbarn geschützt haben? Die sich geweigert haben, Befehle umzusetzen? Und zwar, ich rede jetzt nicht nur von 1915, ich rede auch von der Geschichte der Republik. Sind diejenigen, die am 6. 7. September 1955, als in Istanbul in Beyoğlu ein Pogrom in der griechischen Minderheit stattfand, die sich mit dem Gewehr in die Hand vor die Häuser der Griechen gestellt haben und gesagt haben, wer hier rein will, muss erst mal an mir vorbei. Sind das gute oder schlechte Staatsbürger? Bis jetzt waren es immer schlechte Staatsbürger. Und wenn man das ändert, wenn der gute Staatsbürger, das Vorbild für Kinder in der Schule, künftig derjenige ist, der sich den Befehlen aus Istanbul in den Weg gestellt hat und gesagt hat, diese Befehle umzusetzen, lässt mein Gewissen, mein Vijdan, wie die Religiösen sagen würden, oder meine Pflicht als Staatsbürger nicht zu. Wenn das Verständnis geändert wird, ich glaube, dann hat die Türkei einen großen Sprung nach vorne gemacht. Dazu gehört, dass in die Schulbücher 1915 gehört. Dazu gehört, dass in die Schulbücher die Varlıkvergisi gehört, die Steuer, die Juden und andere Minderheiten während des Zweiten Weltkriegs zahlen mussten. Dazu gehört, dass die Verbrechen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in Thrakien an der jüdischen Minderheit reingehören. Dazu gehört der 6. 7. September 1955, von dem ich bereits gesprochen habe. Dazu gehört die Johnson-Zeit, als Präsident Johnson einen Brief an den damaligen türkischen Ministerpräsidenten İnönü schrieb, über die Zypernfrage, die Rechnung musste bezahlt werden von griechischen Staatsbürgern der Türkei, die Männer, die ausgewiesen wurden, wenn sie ihren Wehrdienst nicht abgeleistet hatten. Alles das gehört in Schulbücher rein, nicht weil man die Geschichte denunzieren möchte, sondern weil es was mit Zivilisation zu tun hat, dass jedes Land die dunklen genauso wie die nicht dunklen Flecken der Geschichte betrachtet. Und genauso gehört es in die Geschichte rein, dass man das Osmanische Reich, aber selbst die Republik Türkei, trotz aller Verbrechen, trotz aller Vertreibung der christlichen Minderheiten, ohne den Beitrag der christlichen, der jüdischen Minderheiten gar nicht verstehen könnte. Ob es die Kultur ist, ob es die Architektur ist, ob es die Musik ist, alles das. Bis in die Republikjahre hinein, habe ich gesagt, nehmen Sie beispielsweise Agup Dilaçar. Als Agup Dilaçar 1979 starb, wie man am Vornamen hört,
Die wenigsten türkischen Kinder wissen, dass es einer der wichtigsten Architekten der türkischen Sprache war. Manche sagen, er ist der Erste, der eine türkische Grammatik verfasst hat. Wie gesagt, wie man im Namen hört, offensichtlich armenisch. Als er starb, konnte man den Zuschauern im Fernsehen nicht zumuten, dass einer der wichtigsten Architekten der türkischen Sprache in Armenien offensichtlich gewesen sein muss. Man verschwieg den Vornamen und nannte nur den Nachnamen, den ihm Atatürk gegeben hatte, als Ehrentitel. Oder nehmen Sie die Debatte um Sabiha Gökçen, die Adoptivtochter von Atatürk. Man könnte zynisch formulieren, der Anerkennungsprozess in der Türkei ist so weit, dass ein Flughafen in Istanbul nach einer prominenten Armenierin benannt wird. Aber das wäre, glaube ich, etwas euphemistisch, so weit zu gehen. Aber die Diskussion, die ausgelöst wurde, als Agos über Sabiha Gökçen und ihre Vorfahren schrieb, zeigt viel darüber, wie viel Diskussionsprozess da noch ist und wie schwierig man sich da tut. Warum helfen wir Deutsche beispielsweise nicht dabei, dass wir gemeinsame Geschichtsbücher, neue Geschichtsbücher erstellen? Wir haben da ja Erfahrung zwischen Deutschland, Polen und Deutschland, Frankreich. Das würde ich mir wünschen als einen Beitrag, den wir Deutsche dort insbesondere leisten können. Und wir können einen weiteren Beitrag leisten, indem wir in unseren Schulbüchern das ganze Kapitel der Völkermorde, der Genozide, der Verbrechen an der Menschheit behandeln. Und zwar im umfassenden Sinne. Die Frage der Armenier, genauso übrigens die Assyrer werden immer vergessen, die da auch reingehören. Und alle anderen Verbrechen, die stattgefunden haben. Genauso natürlich auch wie das, was denjenigen angetan wurde, die selber Opfer wurden. Man kann ja auch Opfer und Täter sein, wie man an den Beispielen vorher gehört hat, die ich genannt habe, die vertrieben worden sind aus dem Kaukasus oder aus dem Balkan. Alles das gehört da auch rein. Denn die Verdrängung der Geschichte vor Gründung der Republik führte ja nicht nur dazu, dass man nicht über die Armenischen, die Verbrechen an den Armeniern sprechen durfte, sondern auch die anderen Verbrechen waren ja tabu. Man durfte über sie nicht sprechen. Alles das gehört meines Erachtens in die Schulbücher rein. In der Türkei genauso wie in der Bundesrepublik Deutschland, weil hier viele Menschen türkischer Herkunft sind, die Kinder auf die Schule gehen. Und ich finde, man kann das im Rahmen ruhig mit Bezügen zu heute, mit Bezügen zu Rassismus, mit Bezügen zu Anti-Islamismus, kann man das alles behandeln. Und vielleicht würde ja auch ein Kapitel ganz gut passen, das eine kritische Medienkompetenz vermittelt. Denn notwendig ist das allemal, wenn ich mir anschaue, was da zum Teil noch so an hetzerischer Berichterstattung erfolgt. Meine Damen, meine Herren, ich wurde gebeten, nicht zu lange zu reden. Deshalb komme ich jetzt langsam zum Schluss. Sicherlich ist die Anerkennung des Völkermordes kein Kriterium für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und trotzdem glaube ich, ist die Republik Türkei gut beraten, dass sie den Weg, den sie zum Teil eingeschlagen hat, mutig und entschieden vorangeht, was die Aufarbeitung der eigenen Geschichte angeht. Nicht, weil sie damit in die EU kommt, sondern weil es für die Türkei selber wichtig ist, weil es für die Selbstvergewisserung des Landes wichtig ist. Der entscheidende Punkt dabei ist ein radikaler Bruch, ein vollständiger Bruch mit allem, was mit Itat Terraki zu tun hat. Solange dieser Bruch nicht in radikaler und vollständiger Weise erfolgt, wird die Türkei Schwierigkeiten haben. Deshalb ist beispielsweise Demirels Begehren, das ja leider dann erfolgreich umgesetzt wurde, Enver Pascha aus Tadschikistan, die Gebeine von Enver Pascha aus Tadschikistan in die Türkei zu überführen. Ein Beitrag, das zeigt, dass Itat Terraki bis in die Republik hinein eine Kontinuität hatte. Auf der anderen Seite ist der Ergenekon-Prozess ein Beispiel für die andere Seite, für das, das aufgearbeitet wird. Für mich kann es eine vollständige Modernisierung und Öffnung der Türkei nur dann geben, wenn alle die Verantwortung tragen für die Ermordung von Hrant Dink und nicht nur der jugendliche Einzeltäter, sondern auch alle anderen, die in irgendeiner Weise daran beteiligt waren. Wenn sie vor Gericht gestellt werden in einem rechtsstaatlichen Verfahren und dann die Verantwortung übernehmen müssen für das, was sie gemacht haben. Vielleicht ist der Prozess um Hrant Dink sowas wie eine Art Katharsis für eine moderne europäische Türkei. Herzlichen Dank.
Also Cem. Ja? Jetzt, okay, danke. Also Cem, nochmal recht herzlichen Dank. Du hast, glaube ich, schon sehr viel Input auch für die Diskussion gegeben, die wir hier jetzt zusammenführen wollen. Ich möchte erst einmal noch mal kurz die Redner und Rednerinnen hier auf dem Podium begrüßen. Ich glaube, Marie-Louise Beck ist allen bekannt. Sie ist seit 1983 Mitglied des Deutschen Bundestages, mit einer Lücke natürlich, weil mal die Grünen kurz mal verunfallt rausfielen. Für Bündnis 90 Die Grünen. Sie war parlamentarische Staatssekretärin für Familien, Senioren, Jugend und Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration und ist jetzt im Bundestag Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Marie, herzlichen Dank, dass du da bist. Zu meiner Linken Herr Professor Kieser. Er ist Professor für neue Geschichte an der Universität Zürich und er ist ein Experte oder einer der Experten der zum Osmanischen Reich und eben auch insbesondere zur Genozid und Republiksgründung der Türkei. Neben Marie, ich gehe etwas sozusagen, springe ein wenig, neben zur Linken von Marie-Louise Beck sitzt Rafi Kantian. Rafi Kantian ist der Autor von Kurzgeschichten. Er war im Zentralrat der Armenier in Deutschland, im Vorstand von 1991 bis 2003. Pardon, dann habe ich das jetzt vermischt, sorry. Und ist seit 2007 verantwortlicher Redakteur der armenisch-deutschen Korrespondenz. Und zu meiner Rechten, Doğan Akanlı. Ich denke, Sie haben vielleicht seinen Namen in den letzten Jahren gehört. Herr Akanlı lebt eigentlich seit 1991 hier in der Bundesrepublik Deutschland und musste das Land, die Türkei, verlassen. Er ist hier sehr engagiert in etlichen Projekten, insbesondere zur Aufarbeitung der armenischen Geschichte, aber auch insgesamt zur Geschichtsaufarbeitung. Er ist Autor von einigen Büchern und Doğan Akanlı war letztes Jahr, als er seinen Vater besuchen wollte in der Türkei, der schwer erkrankt war, am Flughafen festgenommen worden und es dauerte einige Zeit, bis er wieder auf freien Fuß kam und leider, nachdem sein Vater schon verstorben war. Und wir sind glücklich, dass du wieder frei bist zum einen und dass wir dich bei uns haben. Und wir haben natürlich noch einmal Cem Özdemir. Herzlichen Dank, dass du noch mal da bist. Wir haben uns heute wollen uns heute auf diesem Podium mit der Frage beschäftigen, der Völkermord an den Armeniern und die deutsche Öffentlichkeit. Das heißt, der Fokus unserer Aufmerksamkeit wird dahin gehen, was ist eigentlich die deutsche Rolle. Es gab, wie Sie wissen, 2005 einen Bundestagsbeschluss, in dem die Bundesregierung, der Bundestag beauftragt wurde, ihren Beitrag zu leisten zur Aufarbeitung des Genozids an den Armeniern beizutragen. Die Türkei, Cem Özdemir hat das in seiner Rede erwähnt. In der Zwischenzeit sind 6 Jahre vergangen. Wir wollen auch kurz eine Bilanz ziehen. Was ist passiert seitdem? Was ist sozusagen das Resultat dieser Absichtserklärung? Und als erstes möchte ich, um nur sozusagen auch nochmal wirklich zu wissen, worüber wir eigentlich reden, möchte ich Herrn Professor Kieser bitten, dass er uns noch mal kurz darstellt, was eigentlich tatsächlich die zwar irgendwie bekannte, aber dann doch nicht so genau deutsche Rolle eigentlich war an dem Genozid der Armenier. Woher also diese Verantwortung, von der wir sprechen als Deutsche, eigentlich genau erwächst? Herr Kieser. Ja, guten Abend miteinander. Ich versuche mich kurz zu fassen. Wir haben heute Morgen lange darüber diskutiert. Die Forschung generell zum Völkermord an den Armeniern, aber auch überhaupt zum Ersten Weltkrieg in der osmanischen Welt, die hat mächtig zugenommen in den letzten 20 Jahren.
auch die Forschung, die sich speziell mit der Frage nach der deutschen Rolle auseinandersetzt, auch wenn diese Forschung, sagen wir, nicht ganz so mächtig zugenommen hat, dennoch sie ist in Gange gekommen, während, wenn ich jetzt ein paar Etappen zuerst zeige, wir eigentlich am Anfang nach dem Ersten Weltkrieg schwierig von einer Forschung im Sinne einer distanzierten Wissenschaft sprechen können. Also da war Verteidigungshaltung, Verteidigungston einerseits und Anklageton andererseits, aber sehr wenig noch von einer Erörterung eigentlich dieser Frage, die uns beschäftigt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als überhaupt das Thema wieder zum Thema geworden ist, nachdem es eigentlich erledigt schien, beerdigt schien, und zwar präzise gesagt an der Konferenz von Lausanne in der Schweiz 1923 mit diesem Vertrag, sah es so aus, dass die ganze armenische Frage, die ja schon viele Jahrzehnte vorher die internationale Diplomatie, aber nicht nur diese, auch Menschenrechtsaktivisten, auch Christen wie Lepsius oder solche, die beides waren zugleich, sehr umgetrieben hatte, nach diesem Beschluss auf höchster Ebene, der effektiv die Armenier überhaupt nicht mehr erwähnte, im Blick auf ihre Zukunft als Kollektiv in der Türkei, nur gerade als eine ganz kleine Minderheit mit bestimmten Klauseln, die aber auch nicht, also diese Minderheitenrechte waren aber auch sehr, sehr prekär formuliert in diesem Vertrag. Nun, also die Frage ist überhaupt wieder überraschenderweise für Leute, die die Zwischenkriegszeit noch erlebt hatten und eigentlich in einem ganz anderen Zeitgefühl damals gelebt hatten, ist sie wieder aufgekommen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und dann sind auch Forscher gekommen, die sich tatsächlich auseinandergesetzt haben mit der Rolle Deutschlands. Und verständlicherweise ist die Forschungshaltung relativ stark geprägt gewesen durch die frisch aufkommenden Holocaust-Studien. Und manches ist, um es etwas spitz zu sagen, auch durch die Brille der Holocaust-Studien angegangen worden. Also zum Beispiel direkte Linien und dadurch auch teilweise eine Überbetonung oder die These, eine These, die wir als eine Überbetonung deutscher Rolle bereits für den Völkermord an den Armeniern bezeichnen können. Bei aller Pionierarbeit, die in diesem Zusammenhang, da möchte ich den Namen Vahakken Dadrian erwähnen, geleistet wurde und die sehr verdienstlich ist. Es ist dann als Reaktion auf diese ersten einzelnen Pioniere, sind Jüngere gekommen, wie der Hilmar Kaiser oder der Donald Bloxham, so um 2000 herum. Also da sind wir schon relativ nahe dran. Also Sie sehen auch, da so viel Tiefe ist eigentlich noch nicht da im Vergleich zu anderen Themen, die vor die 100 Jahre zurückliegen, wohlverstanden. Eine Generation, die das dann doch in Frage gestellt hat. Vielleicht würde ich jetzt sagen, fast zu sehr, eben als Reaktion, als Antithese, die dann sehr stark das internationale System, die sehr stark den Weltkriegskontext in den Vordergrund gestellt hat, der natürlich wichtig ist und der eigentlich dann eben viel mehr zu betrachten sei als eine spezifische deutsche Rolle. Nun, die Frage ist ja nach dem heutigen Forschungsstand und da sind wir nun also jetzt angelangt. Und da würde ich sagen, von meiner Sicht aus und aufgrund vieler auch Konferenzen, die zum Teil noch nicht publiziert sind, gerade auch bei der wichtigsten internationalen Forschergruppe, ausgehend von dieser Forschergruppe, die sich Turkish-Armenian Workshop nennt und seit 10 Jahren tagt, von Jahr zu Jahr oder je nachdem mit 2 Jahresabstand,
wo auch eine Forscherin dabei ist, eine amerikanische von der Berkeley University, Margareta Anderson, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt hat. Also da möchte ich von dieser Situation, von dieser Konstellation, von dieser Diskussionssituation her Folgendes sagen. Und wir haben es heute Morgen auf einen Begriff gebracht, bewusst etwas scharf, eine jungtürkische Alleinschuld an diesem Völkermord. Also der Völkermord an den Armeniern als ein jungtürkisches Projekt, als jungtürkische Organisation. Das einfach mal primär sei so fest hingestellt. Und dann aber, und jetzt hören Sie gut zu, eine qualifizierte Mitverantwortung. Eine qualifizierte Mitverantwortung, also eine attestierte, eine belegte, eine mit ganz bestimmten, die ganz bestimmte Dimensionen hat, die belegbar sind und die wichtig sind. Also eine solche Verantwortung, von der muss die Rede sein. Also auch nicht nur einfach quasi ein überrascht werden, ein über den Tisch gezogen werden, ein naiv sein, etc. Das alles sind mögliche Beschreibungen, die als Elemente zutreffen, aber nicht für das Gesamte zutreffen. Also es geht um eine Mitverantwortung. Weshalb geht es um eine und sogar eine, die ganz, ganz spezifisch ist? Deshalb, weil Deutschland der Seniorpartner war, weil Deutschland sich auch für die Armenier verpflichtet hatte, und zwar im Reformplan für die Armenier, den es unterstützt hatte, zusammen mit Russland, und den es zum Zeitpunkt des Bündnisabschlusses Anfang August einfach sang- und klanglos fallen ließ. Und es dann dem jungtürkischen Regime freie Bahn ließ, das zu machen, also zuerst das Abkommen zu suspendieren und nachher auch diese Innenpolitik, als das Komitee das Ganze deklarierte, auch ohne wirklich mit beiden Augen zugedrückt zuzulassen. Habe ich noch etwas, einen kleinen Moment Zeit? Anderthalb Minuten. Ja. Also das haben wir heute Morgen als das erste Fallenlassen bezeichnet und das zweite und definitive Fallenlassen, das ist dasjenige, als dann tatsächlich diese sogenannte Verschickung der Armenier, aber eben de facto für die meisten in den Tod begann, also im Frühjahr 1915, als Deutschland das dann gewissermaßen mit ermöglichte, und zwar insofern mit ermöglichte, als es der entscheidenden Wende zusagte. Enver Pascha, der Kriegsminister und de facto Chef der osmanischen Armee, kam zum deutschen Botschafter und wollte die deutsche Zustimmung zu Deportationen. Das schien etwas Limitiertes zu sein. Aber jeder irgendwie gewiffte Diplomat, und Wangenheim war durchaus gewifft, aber er wollte das nicht sehen, der konnte hinter diesem Schriftstück und dieser Zulassung, dieser Erlaubnis, die Enver da wollte, klar verstehen, dass da etwas viel Umfassenderes gemeint war. Die deutsche Diplomatie, also Wangenheim, aber mit Rückendeckung aus Berlin, hat dem das zugegeben. Das ist dieser interessante Begriff, der nachher dann auch vorkommt in der Dokumentation. Also hat das ganz schlicht zugelassen, mehr noch eigentlich auch mit inspiriert als etwas Nützliches für den Krieg in Osten. Das war die Argumentation und hat damit eigentlich diesen Dammbruch mitgetragen, diesen Dammbruch hin zu den umfassenden Verschickungen, wie die Verwaltungssprache lautete, aber eben Verschickungen für die meisten in den Tod. Und auch dann noch, Wangenheim hat dann wenige Wochen später erkannt, das ist in seinen Worten die Ausrottung der armenischen Rasse im türkischen Reich. Kleinasien plus Nordsyrien, wenn wir es nun wissenschaftlich genauer fassen, und auch Thrakien. Dann noch, als er das erkannte und benannte, hat die deutsche Diplomatie
ihr ganzes Gewicht, ihre ganze Sorge auf zwei Punkte gelegt. Das internationale Prestige Deutschlands und der wirtschaftliche Schaden, der für Deutschland durch diese Ausrottung der Armenier entstehe, nämlich insofern, als da mannigfache Geschäftsbeziehungen auch da waren und insofern eben die deutschen Wirtschaftsinteressen zum Teil recht massiv auch tangiert waren, dadurch, dass Armenier enteignet, das war ja ein Massenraubmord, um es auf den Punkt zu bringen, enteignet und größtenteils ermordet wurden. Ja, also das um die zwei Etappen des Fallenlassens der Armenier, die es und die uns oder die mich bewogen haben, von einer qualifizierten Mitverantwortung zu sprechen. Herr Kieser, ich danke Ihnen, weil ich glaube, dass tatsächlich genau diese deutsche Rolle wirklich kaum bekannt ist. Und ich denke, die Tatsache, dass erst im Jahr 2005 das auch im Bundestag diskutiert wurde, ist ja auch Ausdruck dafür, dass es in der bundesdeutschen Öffentlichkeit letztlich eigentlich noch genauso wenig zum Allgemeingut oder Wissen gehört, wie man, eigentlich weiß man hier mindestens genauso wenig darüber, wie man wahrscheinlich in der Türkei sozusagen die breite Bevölkerung über den Armenier-Genozid überhaupt Bescheid weiß. Wie kann man in solchen Situationen, Rafik Kantian, der du ja hier als einer von, wenn ich die Zahl richtig weiß, von ungefähr 50.000 Armeniern in Deutschland lebt und arbeitet und sich engagiert für die Aufarbeitung und Kooperation auch dafür, dass deutsche Institutionen sich engagieren, auch unter ihrem Beitrag leisten. Wie kann man hier arbeiten? Vor welchen Hürden steht man und wird man gehört? Ich glaube, das geht auch. Ich kann eigentlich zu der Arbeit insofern was sagen, weil es an dem Wesentlichen eine publizistische Arbeit ist. Und Publizistik heißt, vor allem gute Autoren dafür zu bekommen, für das Thema, was man gerade vorstellen möchte. Da spielen im Prinzip nicht so sehr die Nationalitäten eine Rolle, sondern eben die Qualifikation der Leute, die das machen wollen. Und die das auch vor allem sachlich machen wollen. Denn das Thema ist, es wurde ja schon mehrfach angedeutet, außerordentlich auch emotional geladen. Andererseits muss man bei der Darstellung letztendlich A, einen kühlen Kopf bewahren. Das ist die eine Geschichte. Und zweitens muss man dabei auch nicht die Dinge unter den Teppich kehren. Das ist die andere Geschichte. Unter falsch verstandener Freundlichkeit oder was weiß ich auch immer. Denn verträgt sich nicht, würde ich sagen. Qualifikation ist wichtig, hatte ich gesagt, und Nationalität nicht so sehr. Das heißt, bei uns schreiben auch alle möglichen Leute, nicht nur Armenier selbstverständlich, sondern schreiben auch Deutsche, da schreiben auch Türken, da schreiben auch Kurden, schreiben auch Österreicher. Also alle möglichen Leute schreiben bei uns. Die Schweizer haben einmal geschrieben. Vielleicht schreibt er noch mehr. Der hat genug Munition offensichtlich. Das ist die Qualifikation, die bei uns wichtig ist. Und ich habe bislang eigentlich keinen Schiffbruch dabei erlitten, wenn ich die Leute gebeten habe und gesagt habe, darum geht es mir. Was will ich eigentlich erreichen? Und mir geht es darum, dass man die Dinge offen spricht und nicht verklausuliert. Wir sind nicht auf dem diplomatischen Parkett, wo man bestimmte Regeln einhalten muss und Freundlichkeiten möglicherweise austauschen, die Wahrheit ganz versteckt irgendwo ist. Das trägt sich das Thema auch nicht, sondern man muss tatsächlich möglichst offen, aber nicht beleidigend wohlgemerkt, an die Sache rangehen. Und wenn man diese Regeln einhält und den Leuten auch das Gefühl gibt, man manipuliert ihre Schriften auch nicht, sondern der Autor muss sicher sein, dass was er schreibt auch so erscheint. Denn ich möchte seine Schrift auch nicht zensieren. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, denn wenn Sie jemanden zensieren, dann schreibt er ein erstes und ein letztes Mal und das war's. Oder wenn ich Bedeutungen verschiebe, dann ist seine Bereitschaft, auch zukünftig für uns tätig zu sein, selbstverständlich auch nicht. Denn alles erfolgt letztendlich auf ehrenamtlicher Basis.
Und einige unserer Autoren sitzen ja, Autorinnen und Autoren sitzen ja in diesem Podium, auf dem Podium teilweise, aber auch im Publikum, wie ich sehe. Und ich bin dankbar, dass sie das eben auf sich nehmen, ohne Honorar, ohne alles, weil sie an die Ernsthaftigkeit der Zeitschrift glauben. Wenn eine Zeitschrift ernsthaft ist, werden die Leute auch bereit sein, auch dafür was zu tun. Und mir geht es darum, diese Ernsthaftigkeit auch wirklich aufrechtzuerhalten, dass man auch dadurch auch Glaubwürdigkeit gewinnt und dass man nicht als eine Zeitschrift bekannt ist, die manipulativ ist. Ich bin nicht manipulativ und ich möchte das auch nicht, weil das Thema einfach viel zu ernst ist. Das kann man nicht so, da kann man viel kaputt machen. Ganz einfach die Prinzipien. Ja, herzlichen Dank, Rafi Kantian. Ich glaube, das spricht sicher auch, wenn ich an die Rede von Cem denke vorher, also welchen Druck man ja auch ausgesetzt ist, eben nicht manipulativ zu arbeiten und sozusagen zuzulassen, dass es eine Diskussion auf der Basis von Fakten gibt, wie schwierig das ist. Und das ist nicht nur schwierig in der Türkei. Cem hat es beschrieben, du bist mal der Terrorist, dann wirst du der PKK-Anhänger und so. Also diesen Diskussionen und diesen Druck ist man ja hier in dieser Gesellschaft durchaus auch gerade bei diesem komplizierten Thema immer wieder sehr leicht ausgesetzt. Doğan Akanlı, du bist auch seit Jahren aktiv engagiert in zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Aufarbeitung der Geschichte. Was macht ihr genau? Welche Erfahrungen habt ihr? Was sind die Konflikte auch, die ihr unter Umständen unter Türken, Kurden, armenischen Immigrantinnen erlebt und durchlebt, diskutiert? Vielleicht könntest du uns einen kurzen Einblick darüber geben. Also ich glaube, danke erstmal die Einladung. Nachdem ich erst hier in Deutschland war, 1991, dann in der Türkei erstmal ein Buch veröffentlicht, 1992, glaube ich, der armenische Tabu von Yves Ternon. Das war das erste Buch überhaupt, das in drin keine Lügengeschichte gibt. Und bis dahin war ich natürlich politischer Mensch. Ich bin auch sehr früh politisiert. Trotz 70er Jahre so viele Attentäter von einer armenischen Untergrundarmee gegen die türkische Diplomaten gab, trotzdem gibt es keine gesellschaftliche Diskussion. Also das war im Raum so eine Idee, die Armenien sind sowieso böse Menschen, sie töten ohne Grund die Menschen. Also bei der Linken, sogar bei der radikalen Linken, die eigentlich die Stadt stützen wollen, haben sie auch nicht einmal gefragt, wieso der junge Menschen aus Amerika, San Francisco oder weltweit, nehmen sie die Waffe und töten sie die türkischen Diplomaten. Also die Frage nicht einmal gestellt damals. Und bis heute will man auch nicht so viel Frage stellen. Ja, also warum, und diese Leugnung bringt uns immer eine Sackgasse und diese Stadt auch selbst. Die Deutschland, für mich ist ein Land. Also ich bin unkritisch gegenüber Deutschland. Und ärgere ich mich manchmal meine linken Freunde und auch die Erinnerungsarbeiter in Deutschland. Ich kann aber nicht wie ein Mensch reden, gefühllos oder nur eine sachlich reden. Ich kann das reden, ich kann nur reden aus meiner Biografie heraus. Und deshalb sehr subjektiv, was ich hier rede. Also wenn ich die deutsche Öffentlichkeit, das Wort einmal deutsche Öffentlichkeit höre, für sie ist andere Bedeutung, aber für mich ist deutsche Öffentlichkeit meine Rettung. Also verstehen Sie, das ist etwas andere Assoziation. Deutsche Öffentlichkeit hat mich gerettet. Ja, ich bin da jetzt, weil die deutsche Öffentlichkeit so reagiert, stark reagiert und mich wieder abgeholt aus dem Gefängnis.
Das ist der eine Punkt. Der andere, das war mein Fluchtland. Ich kann auch nicht gefühllos leben, wenn aus dem Tod in ein Land gehe und dort einfach so tue, dass es nicht bei mir geändert. Deshalb sehr subjektiv, was ich hier sage. Und der andere Punkt, dass ich die vielleicht deutsche Öffentlichkeit oder deutsche Erinnerungslandschaft danken kann oder dankbar bin, das hat, dieses Land hat mir ermöglicht, meine Schweigen zu brechen. Das ist, ich war mit einer Gewalterfahrung gekommen und war unmöglich, meine Geschichte zu erzählen. Und das hier habe ich diesen Raum und die Möglichkeit gefunden, einmal diese Geschichte zu erzählen. Und die, meine Geschichte, also versuchen, meine Geschichte zu erzählen, ermöglichte mir, dass ich mit der anderen Gewalttaten und Taten Bezug nehmen und am Ende die Genozid an den Armeniern zu erkennen. Das ist ein Prozess, das ist ein schwieriger Prozess sogar, das ist nicht einfach. Und dann, nachdem ich die Genozid erkennen habe und anerkennen habe, da war die Frage, wie gehe ich dann um? Wenn ich, jetzt weiß ich, dass die 1919 anderthalb Millionen Menschen umgebracht worden. Das war natürlich, ich wusste aus Lokalgeschichte in meiner Kindheit, aber diese Dimension der Gewalt habe ich ja in Deutschland erfahren und habe ich auch durch die Aufarbeitung der deutschen Geschichte, konnte ich auch einen Weg finden, um den Völkermord an den Armeniern umzugehen. Wie ich umgegangen bin, dann ich dachte, dass dieses Land kann auch ein Lernort für die türkischen Einwanderer sein. Also Lernort, dass sie auch vielleicht lernen können, wie sie mit ihrer eigenen Herkunftsgeschichte umzugehen. Und vor 12 Jahren und haben wir in Köln, also armenische und türkische und die deutsche kleine Initiativen und die Menschen, zusammengekommen und eine Veranstaltungsreihe organisiert. Also die Titel war Genozid und die Gedenken. Und das war die erste Veranstaltung 1999 und der erste Gast war Mihran Davak. Und danach, da wir haben die Tessa Hoffmann eingeladen, Wolfgang Kuss eingeladen und der Saal war so ein großer Saal und immer voll, immer die Spannung war da, dass die Armenier waren da, türkische Nationalisten waren da, und aber trotz aller bedrohlichen Stimmungen, doch die keine Gewalt erstanden. Und das war eine Erfahrung, okay, dass hier möglich ist, in einem Saal über schwieriges Thema zu reden. Wenn also die nationalistischen Türken und die Armenier können in einem Raum über den Völkermord zu reden. Also, wenn man auch nicht mag. Und danach kann man ja nicht als Person oder als kleine Vereine, kann man ja nicht ständig die große Veranstaltungen organisieren. Und deshalb, das war eine kleine Idee, ein ständiges Angebot, eine türkischsprachige Führung in einen Ort, die ehemalige Gestapo-Haus, jetzt als Gedenkstätte dient. Und das war natürlich auch ein guter Ort, die Erinnerungen, Erinnerungen aufzuwecken. Ja, also die türkische Gesellschaft hat mit den Gefängnissen viel zu tun, mit der politischen Gewalt auch zu tun. Wenn sie ehemalige Gestapo jetzt gerade als Gedenkstätte ist, da sind
und sehen, dass die andere Gesellschaften haben andere weggefunden, mit ihrer eigenen Geschichte umzugehen. Vielleicht da können wir auch andere Wege zu finden, mit unserer Herkunftsgeschichte umzugehen. Das war das ständige Angebot 2002 und immer verbreitet danach. Und die Schwierigkeiten ist die ein Problem, weil Herr James Demmer auch erwähnt hat, diese Diaspora-Problem, einer der Konfliktpunkte überhaupt innerhalb des türkischen Diskurs. Das stimmt, dass die Hrant Dink über die Diaspora viel geredet, sogar negativ geredet hat. Das ist für mich ein armenischer Diskurs. Das hat mit uns Türken nichts zu tun, dieser Diskurs. Also es gibt eine Mihran Dabak und es gibt auch Hrant Dink. Ich glaube, beide gehören die Diaspora, obwohl die Hrant Dink auch in Istanbul lebte. Diaspora hat was geleistet, was die Armenier nicht leisten konnte. Diaspora hat die Erinnerung behalten. Also ohne Diaspora, ohne Bemühungen in Diaspora ist der Völkermord an den Armeniern schon vergessen. Also das war die Leistung der Diaspora. Und der zweite Punkt, das gehört nicht uns, also die Türken, über die Diaspora zu lästern. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, innerhalb der türkischen Gesellschaft eine Diskussion zu schaffen. Die Konflikte innerhalb der Diaspora ist das Problem für die armenischen Gesellschaft. Also jeder soll eigentlich mit ihren eigenen Problemen beschäftigen. Und wenn das Leugnung nicht da wäre, also wenn die Türkei die Genozid anerkannt hätte, natürlich alles ist einfach danach. Wir können einfach ziemlich locker reden, aber wenn die Türkei Genozid nicht anerkennt, dann erschwert mich persönlich mit einem armenisch-stämmigen Mensch zu reden, weil jeder Satz ist, dann kommt anderer Seite etwas verdächtig vor. Also das erschwert unglaublich die Leugnung und deshalb wichtig, einmal für die Anerkennung zu kämpfen. Die andere ist aber, das reicht nicht nur Anerkennung zu kämpfen, sondern wir müssen nicht die Stadt ewig warten, wann er anerkennt, von unten als Person und Initiative einfach zu beginnen, aufzuarbeiten. Der Stadt kann ja überhaupt nicht hindern, wenigstens in Deutschland. Und in der Türkei hat ja auch... Jetzt würde ich gerne... Ja. Jetzt würde ich gerne Marie-Louise Beck noch das Wort geben. Und zwar, wir haben ja heute Morgen auch schon diskutiert, es gab 2005 den Bundestagsbeschluss, in dem sich der Bundestag zur deutschen Verantwortung bekennt und stellt und sozusagen daraus auch Forderungen ableitet. Aber das war ja auch kein so ein einfacher Prozess und die Politik ist da ja auch in äußersten konfliktiven Lagen, wie sie sich dazu verhält. Es wurde heute auch diskutiert, warum wurde es nicht Genozid genannt, würde es was ändern? Cem Özdemir hatte sich auch gerade davor zu geändert. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen dazu die Hintergründe ein bisschen erläutern? Zunächst einmal gilt für die deutsche Öffentlichkeit und politische Wahrnehmung noch viel stärker als in der Türkei, das Vergessen von diesem Völkermord. Ich erinnere nicht, ob ich den Film Die armenische Frage existiert nicht mehr, der 1986 im Westdeutschen Rundfunk als Arbeit von Ralph Giordano ausgestrahlt worden ist, ein solches Entsetzen losgetreten hat wie andere große Filme, die es in Deutschland über die Shoah gegeben hat im Fernsehen. Also zum Beispiel die Reihe von Claude Lanzmann. Ich erinnere es nicht mehr. Was
ein Licht darauf wirft, dass jemand wie ich, die ja 1986 durchaus schon, zwar noch eine junge, aber Berufspolitikerin war, offensichtlich nicht gepackt und angefasst worden bin. Und dass es nicht eine Situation gab, dass wir nach der Ausstrahlung dieses Filmes am nächsten Morgen uns getroffen hätten und gesagt hätten, hast du das gestern Abend im Fernsehen gesehen? Das ist ja unglaublich, was da sich abgespielt hat. Und nicht nur, dass es so unglaublich ist, sondern es hat ja sogar etwas mit uns zu tun. Ich denke schon, dass ja quer durch alle Fraktionen die Bereitschaft und die Gewissheit, dass es eine hohe Verantwortung gibt für deutsche Politiker, sich mit der historischen Verantwortung und der Shoah auseinanderzusetzen, die ist bekannt und die ist gesetzt. Aber dass es möglich sein könnte, nochmal einen großen Schritt zurückzugehen in der Geschichte und sich mit dieser, was Sie qualifizierte Mitverantwortung nennen, sich mit einem zweiten Genozid auseinanderzusetzen, das hat 1986 dieser WDR-Film nicht losgetreten. Ich habe ihn mir inzwischen mehrere Male angeschaut. Er wird auch ab und zu noch mal gezeigt und Ralf Giordano kommt immer noch, wenn er kann. Also es hat 1986 nicht diese Erschütterung gegeben, von der man ja durchaus sagen könnte, es wäre eigentlich angemessen gewesen. Ich mache jetzt einen Sprung und gehe zu dieser Bundestagsdebatte 2005. Wir haben heute Morgen gehört, wie viele Versuche es vorher gegeben hat, Türen aufzumachen im Deutschen Bundestag über den Petitionsausschuss und wie es immer wieder Beerdigungen erster Klasse gegeben hat. Ich glaube nicht einmal so sehr, weil die Furcht bestanden hat, dass wir in Deutschland uns mit einer zweiten historischen Schuld auseinandersetzen müssten. Sondern ich glaube eher, weil das politische Umfeld schon so vermint war, und zwar in Bezug auf die Frage, welches Verhältnis hat das westliche Europa, das war es ja noch bis 1989, welches Verhältnis hat das westliche Europa zur Türkei? Und was wird alles verwandt und missbraucht von denen, die eine Zugehörigkeit der Türkei zum westlichen Europa, sprich zur EU, verhindern wollen? Und manchmal gerät man ja in Nachbarschaft von Freunden, die man nicht so gerne im eigenen Gefährt mittransportieren müssten. Das ist sicherlich für einen Teil der politischen, sicherlich auch eher Linken, ein Grund gewesen, sehr vorsichtig zu sein, weil wir das Gefühl hatten, hoppla, vor einen Karren wollen wir uns nicht spannen lassen, der da heißt, liebe Türkei, beschäftige du dich bitte erstmal mit deiner Geschichte, bevor wir drüber reden können, ob du mal eines Tages zur EU kommst. Es gibt dann sicherlich noch einige sozusagen Nebenhindernisse, die in Deutschland der Näherung sich entgegengestellt haben, die immer die Frage, könnte eine solche Auseinandersetzung wiederum einem Missbrauch unterliegen, nämlich der Relativierung der Verantwortung für die Shoah. Wir alle haben gelernt, die Einzigartigkeit der Shoah und dass man vielleicht, indem man anfängt, da jetzt noch mal ein bisschen nachzubuddeln und drauf kommt, hoppla, wir waren ja nicht die Ersten, sondern da hat es ja schon mal einen Völkermord gegeben und die Dimensionen sind, wenn man sich die Menschenzahlen anschaut, genauso beatemberaubend und die Systematik, die dahinter gestanden hat, ist genauso beatemberaubend und es gibt ja sogar viele strukturelle Ähnlichkeit im Ablauf der Vernichtung, die sich auftun. Also da nicht etwa jetzt
denen die Tür aufzumachen, die sagen, so ist es eben. Große Nationen haben, wenn sie in ihre Geschichte zurückschauen, eben Völkermorde zu vertreten. Das wollte natürlich auch niemand. Also es hat ein Bündel von unterschiedlichen Motiven gegeben, die sicherlich zu mehr Zurückhaltung geführt haben, als gut wäre. 2005 wurde dann manches sehr handfest, nämlich der über alle diplomatische Gepflogenheiten hinausgehende Widerstand der türkischen Regierung auf alle Parlamente, die Franzosen waren ja vorangegangen, die so eine Resolution verabschieden wollten. Das war ordentlich, was da von türkischer Seite geliefert worden ist. Wenn man sich die Debatte noch mal anschaut, fehlt der Begriff des Völkermords und des Genozids. Ich kann mich erinnern, als wir schon damals in der Auseinandersetzung gewesen sind mit armenischen Vertretern, die das stark kritisiert haben, dass wir die Einschätzung hatten 2005, es geht nicht um diesen Begriff im Sinne, dass er zu einem Kampfbegriff werden könnte. Erst wenn klar ist, dass das Label Völkermord da ist, ist aufgeklärt, was dort geschehen ist. Denn das eigentlich Wichtige ist, erzählen zu können und wieder aufleben zu lassen, was geschehen ist und wie wir selber eben über die Aufarbeitung der Shoah gelernt haben zu sagen, darüber, dass Namen wieder auftauchen, dass die Gesichter wieder sichtbar werden, damit auch ein Stück die Würde der Menschen herzustellen über die Erinnerung. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, wenn wir rechtzeitig, die Zeit geht immer sehr schnell vorbei, wirklich rechtzeitig darüber nachdenken, was im Jahre 2015, wenn der 100-jährige Anlass kommt, wie wir uns dann im deutschen Parlament verhalten. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Es ist aber natürlich nicht nur eine Frage des Parlaments, dass die Debatte im Parlament ist sicherlich wichtig im politischen öffentlichen Raum, aber die Vertiefung der Kenntnis, so dass auch ein deutsches Schulkind weiß, das 20. Jahrhundert hat begonnen mit einem Genozid, der einen so erschüttern muss, wenn das, wenn man das Leid der Menschen an sich heranlässt. Dazu braucht es sehr viel mehr und dazu braucht es Orte der Erinnerung, dazu braucht es Namen, dazu braucht es Geschichten, dazu braucht es Zeitzeugnisse, die Zeitzeugen gibt es fast nicht mehr. Das alles wird sehr, sehr, sehr viel mehr Kleinarbeit bedeuten als eine Debatte um einen interfraktionellen Antrag im Deutschen Bundestag. Bevor ich Cem dir nochmal das Wort gebe, möchte ich Raffi noch etwas fragen. Und zwar Raffi Kantian war mit in die Vorbereitungsgruppe, genauso wie Duana Kandle und Herr Gust und wen habe ich jetzt vergessen? Und Herr Hosfeld, Entschuldigung, genau, wir waren zusammen in der Vorbereitungsgruppe zu dieser Tagung heute und der Veranstaltung. Und auf der etwas, was uns immer wieder beschäftigt hat, ist, warum passiert in den Bundesländern nicht, Raffi? Was könnte denn passieren? Welche Ideen sind eigentlich im Raum? Also ich würde erstmal zunächst sagen, ich bin natürlich sehr enttäuscht, dass da überhaupt nichts passiert ist. Denn es gibt eine Reihe von Forderungen, die der Deutsche Bundestag damals bei dieser Resolution aufgestellt hat. Im Übrigen bei aller Vorsicht, die der Deutsche Bundestag und die Abgeordneten an den Tag gelegt haben, ja nicht das falsche Wort zu wählen und dann das Wort Völkermord bewusst vermieden haben. Kann Ihnen so sagen, diese Resolution ist in der Türkei als eine Völkermordresolution angekommen. Ganz eindeutig. Und ich habe mit einigen Abgeordneten, Mitarbeitern auch gesprochen und gesagt, die ganze Vorsichtsmaßnahmen, die wir da ergriffen haben, damit wir ja die Türken nicht vor den Kopf stoßen, alles war für die Katz. Letztendlich haben die das so begriffen, wie das Wort Völkermord letztendlich ausdrückt. Denn in dem Text waren viele Dinge beschrieben, die genau dazu passen.
Und die deutsche Seite hat aus Vorsicht, aus welchen Gründen noch immer, dieses Wort nicht wählen wollen. Aber es ist letztendlich so angekommen. Also insofern alles für die Katz, das hätte man ruhig wählen können. Zum einen. Und zweitens, der einzige Punkt, der in Deutschland abgehandelt werden kann in den Forderungen, da sind sehr viele Forderungen, die an die türkische Seite gestellt sind, an die armenisch-türkische Seite und so weiter und so weiter. Darauf hat die deutsche Seite sehr bedingt Einfluss. Man kann vielleicht ein bisschen direkter sagen, gar keinen Einfluss. Aber der einzige Punkt, worauf die deutsche Seite wirklich Einfluss nehmen kann, ist eben dieser Punkt, die Aufarbeitung durch die Kultusbürokratie beziehungsweise in den Schulen. Denn wir haben ja gelernt, ohne vernünftige Beibringung dieses Themas in geeigneter Form, ich gebe Ihnen recht, es gibt in der Tat einige Bausteine, die man noch abarbeiten muss, das ist völlig richtig, aber diese Dinge sind zu schaffen, wenn man den politischen Willen hat, in den Ländern da was zu unternehmen. Ich muss aber feststellen, und das ist wie gesagt die Enttäuschung, die mit dieser Tagung, die sehr mühselig vorbereitet worden ist von allen, die hier beteiligt waren und natürlich vom Haus im Besonderen, dass trotz all dem Mühen nicht möglich war, einen Vertreter, mindestens einen Vertreter mal aus der Kultusbürokratie, einen verantwortlichen Politiker, sei es Ministerin, Minister oder Staatssekretär oder wie auch immer, mal herzuholen, damit er uns mal erklären kann, was sind die Probleme, warum die das nicht machen wollen. Das habe ich vermisst. Wir sitzen da und müssen jetzt spekulieren. Und mit Spekulieren kommt man bekanntlich nicht sehr weit. Aber und das hätte ich mir gewünscht, dass das von den A angenommen worden wäre. Und B, jetzt sind sie nicht gekommen, was können wir machen? Das war, glaube ich, deine Frage. Ich hatte ja angeregt, dass man das, was wir hier erarbeitet haben heute, und das Ergebnis wird ja erfasst, bekanntlich, dass man das als eine Visitenkarte benutzt, um bei den Ministerien vorzusprechen und zu sagen, liebe Leute, es gibt einen solchen Beschluss. Wir wissen, der Bundestag kann nur empfehlenden Charakter haben, das, was der Bundestag vorschlägt. Die Länder haben Kulturheit und die können das in eigener Verantwortung machen, natürlich, klar. Aber man kann das nicht so interpretieren, dass man sagt, dass wir können das komplett ignorieren. Wenn das eine Forderung der Armenier wäre, dann hätten sie sagen können, ja, die Armenier können ja viel fordern, das geht mich das an als deutscher Bürokrat gar nichts. Aber wenn der Deutsche Bundestag ist, ist es immerhin die Personifizierung des Volkswillens. So muss man das ja. Das sind ja Volksvertreter. Das sind also wirklich hochgeachtete Leute von der Theorie her. Wenn die so etwas beschließen, dann muss man das auch ernst nehmen, denke ich, irgendwo. Man kann es nicht erzwingen. Klar, aber man kann ein bisschen mehr Nachdruck verleihen und nicht einfach feststellen, ja, die machen nichts, also Hände falten, warten wir noch mal 10 Jahre, vielleicht tun sie dann was. Es gibt kreative Wege, es gibt zum Beispiel den Weg, dass man die lokalen Bundestagsabgeordneten in dem jeweiligen Bundesland, das sind ja alles aus den Ländern kommende Menschen, dass man die vielleicht mal, Befreundete vielleicht, bittet, da vielleicht mal vorzusprechen und mit denen mal die Debatte unter Vier-Augen-Gesprächen man macht, nicht an die ganz große Glocke hängt. Und versucht erstmal rauszubekommen, was ist deren Problem. Offensichtlich ist ein weit verbreitetes Problem. Es ist von keinem Land irgendeiner gekommen. Ob das jetzt nun sozialdemokratisch, CDU regiert, Rot-Grün regiert, Grün-Rot regiert oder wie auch immer regiert, keiner ist gekommen. Und das muss einem zu denken geben. Denn wie gesagt, wenn wir das auch noch verpassen, dann haben wir die letzte Chance vergeben, was diese Resolution letztendlich hierzulande hätte erreichen können. Wenn das auch weggeht, dann muss man feststellen, diese Resolution war schönes Papier, klingt gut, erreicht hat es aber nichts. Ich sehe Marie, ja. Ja. Jim, ich habe jetzt doch eine Idee, vielleicht. Das gebe ich jetzt meinem Parteivorsitzenden gleich mit. Wir sind ja nun, Gottlob, inzwischen mit den Grünen doch in allen Parlamenten, Cem? In allen Landesparlamenten, in allen Landesparlamenten vertreten. So, und es gibt ja in Zeiten des E-Mails und der Möglichkeit der schnellen Vernetzung, gäbe es ja schon die Möglichkeit, dass in den Landesparlamenten die grünen Parlamentarier nun als Ergebnis dieser Konferenz mal konzentriert, jawohl, schönen Dank, diese Frage in den Fragestunden, das ist das sozusagen das beweglichste Instrument, was man als Parlamentarier hat, einbringen und mal nachfragen bei den Kultusministerien, die sie haben,
den Bezug herstellen zu dieser Bundestagsdebatte und wie damit eigentlich umgegangen wird. Das müsste doch eigentlich machbar sein. Und vielleicht könnten wir auf die Art und Weise doch mal wieder einen kleinen Schub in diese Diskussion bringen, denn ich vermute, manches wird einfach auch einfach durch den Rost gefallen sein und in 16 Landesparlamenten solche Nachfragen wäre doch vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Schäm. Das war die direkte Anregung an dich von Marie-Louise. Die Abgeordnete Marie-Louise Beck kann sich übrigens auch jederzeit direkt an die Grünen Fraktion in den 16 Ländern wenden. Dafür braucht sie nicht den Parteivorsitzenden. Der Parteivorsitzende hat sich aber vor kurzem mit dem Zentralrat der Armenier in Deutschland getroffen und dort verabredet, dass der Parteivorsitzende sich an die 5 Regierungen wenden wird, wo wir mitregieren, um dort zu schauen, was man dort machen kann, wo wir mitregieren. Wir stellen zwar nicht in jedem Land den Kultusminister oder die Kultusministerin, aber da wir mitregieren, haben wir möglicherweise die Möglichkeit, auf den jeweiligen Koalitionspartner einzuwirken, zu schauen, wie wir die Schulbücher entsprechend weiterentwickeln. Das habe ich mit dem Zentralrat der Armenier in Deutschland verabredet und dafür werde ich mich einsetzen. Jim muss leider dringend weg. Herzlichen Dank, Jim, dass du da warst. Und wir hoffen, dass du Erfolg hast bei den Kultusministern in den grünen mitregierten Ländern. Ich hätte jetzt noch eine Frage an Sie, Herr Kieser. Und Sie haben heute in der Tagung gesagt, das Schweizer Beispiel, dass man sozusagen, und zwar nicht die Leugnung des Genozids an den Armeniern explizit, sondern also sozusagen eine Genozidleugnung generell unter Strafe stellt, halten Sie unter in einer bestimmten historischen Phase unter Umständen für sinnvoll? Wir haben dann auch von einem Teilnehmer, ich weiß nicht, ob er noch da ist, gelernt, dass es, ja, vielleicht, wenn Sie mal kurz vorkommen könnten und das genauer erklären könnten, dass es nämlich von der Europäischen Kommission eine Richtlinie gäbe. Und ich gebe jetzt mal kurz das weiter, weil Sie, oder Sie kommen schnell die Hände, wunderbar, die nämlich auch sozusagen die Mitgliedstaaten auffordert. Und jetzt haben Sie das Wort. Das funktioniert? Wunderbar. Am 28. November 2008 hat man einen Rahmenbeschluss gefasst im Europäischen Parlament, dass die Leugnung von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermorden unter Strafe stellt, weil das ein rassistischer Akt ist. So, meine Frage war auch am Nachmittag, ich warte jetzt mal auf eine Antwort, bin gespannt. Was macht Deutschland? Ich weiß, was Österreich macht. Das ist eine eigene Odyssee, aber da können jetzt die Grünen direkt im deutschen Parlament sagen, ja, also was tun wir da? Das ist doch mal was. Weil es gibt uns die Möglichkeit, es werden in Deutschland Bücher publiziert, die den Völkermord an den Armeniern leugnen. Das heißt, wir als Nachfahren der Opfergruppe, wenn man es jetzt mal so sehen will, wir haben keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Ja, wir können weder als Gruppe noch als Einzelne, aber wenn wir dieses Instrument haben, dann können wir uns zur Wehr setzen. Wir müssen uns nicht vergewaltigen lassen, im übertriebenen Sinne gesagt. Danke. Jetzt wollte ich aber erstmal Herrn Kieser, der ja sozusagen die Schweizer Erfahrung kennt, dazu vielleicht um eine Einschätzung bitten. Also wirklich Erfahrungsbericht, Beispiel ist schon vielleicht zu viel gesagt, vor allem als Historiker aus der Schweiz komme ich nicht hierher, um irgendwelche Lektionen erteilen zu wollen. Also Erfahrungsbericht, also die Schweiz hat auch den Umgang mit dem Völkermord an den Armeniern, also hat auch damit zu tun gehabt, hat auch sich neu dem zu stellen gehabt. Auch wenn es vielleicht eine stärkere Kontinuitätslinie gab in der Schweiz, also die Armenierhilfe, die ist bis ins späte 20. Jahrhundert ohne Unterbruch vom Ersten Weltkrieg her gelaufen, also mit Institutionen im Libanon insbesondere. Nun, aber dann kam eben die Frage des Umgangs mit dem historischen Ereignis selbst. Und da gibt es verschiedene Ebenen.
Es hat in der Schule war das immer schon ein klein bisschen ein Thema, beziehungsweise es war möglich, das zu thematisieren. Es ist auch ein föderales Bildungssystem. Eine andere Ebene ist diejenige des Parlaments. 2003 hat das Schweizerische Parlament, also der Nationalrat, hat tatsächlich auch hat den Völkermord an den Armeniern anerkannt, also mit diesem Begriff. Es hat auch zwei Anläufe gebraucht. Nun, die dritte Ebene, und das, darum geht es jetzt, das ist das Antirassismusgesetz. Eigentlich kann man sagen, dass der europäische Rahmenbeschluss von 2008 ziemlich genau das Schweizerische Antirassismusgesetz der 90er Jahre auch übernimmt in diesem Punkt. Also das Antirassismusgesetz ist ein Gesetz gegen Rassismus, hat verschiedene Unterabschnitte, und einer der Abschnitte, der lautet so, ich kann es nicht ganz juristisch zitieren, dass wer ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit beziehungsweise contre l'humanité, eigentlich gegen die Menschheit wäre die gute Übersetzung, aber es ist nun mal so reingekommen, historisch bedingt, wer also ein Verbrechen gegen die Menschheit leugnet oder das herabmindert oder das einfach schlecht macht, relativiert etc., der fällt auch unter dieses Antirassismusgesetz, das heißt, er wird bestraft. Das Antirassismusgesetz ist Teil des Strafgesetzbuches. Und das ist sicher zuerst gegen Holocaustleugnung, oder in der Praxis wird es vor allem gegen Holocaustleugnung angewandt, wie es das ja auch in anderen europäischen Ländern gibt. Aber die Idee war von Anfang an, also etwas Juristisches zu schaffen, das universal ist. Also dass zum Beispiel auch Muslime in der Schweiz einklagen können, beziehungsweise der Staat klagt es dann ein, aber man kann es ja auch den entsprechenden, also der Antirassismuskommission zum Beispiel dann sagen, damit sie das dann weiterleitet. Auch zum Beispiel Muslime, die durch irgendwie gerichtetes Medium in einem Medium lesen, das Massaker von Srebrenica, das sei einfach eine völlig berechtigte Aktion gewesen gegen Terroristen oder Partisanen, und dann eben dieses Massaker, das als Genozid in diesem Fall, das Antirassismusgesetz betrifft nicht nur Genozide, sondern wirklich Verbrechen gegen die Menschheit, also auch Großverbrechen, die nicht irgendwie offiziell als Genozid bezeichnet worden sind. Wenn eine muslimische Gruppe oder eine Einzelperson also sich verunglimpft vorkäme durch die öffentliche Leugnung, zum Beispiel des Völkermords von Srebrenica, dann würde das Antirassismusgesetz in Aktion treten. Also das ist der schweizerische strafgesetzliche Umgang mit diesem Thema, gegen den die Rechte vor allem massiv Druck ausgeübt hat. Sogar der Bundesrat Blocher hat das, er war nur ein Jahr im Amt, er hatte viel mit der Türkei zu tun, wegen des Dossiers Wirtschaft, hat er da quasi das Gesetz schlecht gemacht, weil er stammt aus der relativ rechten Ecke. Und das ist aber sehr, sehr schlecht angekommen. Er wurde dann auch mit einem relativ genialen Coup weggetrickst, bereits im nächsten Jahr. Jetzt politisiere ich ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Entschuldigung, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Die Versuchung ist groß, wenn man etwas entfernt ist. Ja. Nee, aber was ich sagen will, das Gesetz steht, es ist nicht umgeworfen worden, trotz gewisser Opposition, die bis hoch hinauf ging. Es besteht auch heute, es wird auch weiter bestehen. Und ich selber als Historiker war sehr gemischt. Ich hatte das amerikanische Beispiel vor mir, totale Redefreiheit. Und ich habe dann irgendwie rein aus einer Praxis, also ich habe auch relativ viel mit der Türkjeli-Community zu tun. Meine Frau selber ist eine Türkjeli,
seit 20 Jahren und auch involviert, also auch in verschiedene Institutionen, Grassroot in Basel involviert. Und dann habe ich aber ich habe den Eindruck, dass das Gesetz zur Klarheit beigetragen hat, eine Leitplanke für die Gesellschaft geworden ist und nicht polarisiert hat. Ich sage das als einen Erfahrungsbericht. Obwohl ich selbst, ich erinnere mich gut an Diskussionen mit Studierenden, auch armenischen Studierenden, 1999, 2000, eben eher der amerikanischen völligen Freiheit anhing. Ja. Ja. Ich meine, wir haben heute natürlich auch diskutiert, dass das Hauptproblem eigentlich hier nicht wissen ist, vergessen und nicht wissen ist. Die Frage ist dann immer, wenn man eine solche Gesetzesverordnung macht, aber ich glaube, Marie-Louise Beck will da auch zu was sagen. Also, es hilft wahrscheinlich nicht wirklich, um weiterzukommen. Also ich hätte auch noch was zu sagen dann zu diesem Punkt. Ja. Das wollte ich sagen. Ich würde mich sehr gegen solche Gesetze niemals sperren. Wir haben sie ja auch ganz eindeutig bei uns, was die Leugnung des Holocaust und auch die Verwendung alter narzisstischer Symbole anlangt. Aber das hindert nicht das Vergessen. Und worüber wir, also ich jedenfalls, mir mehr Gedanken machen möchte und was ich die eigentliche Herausforderung finde, ist, dass sich das Heranlassen an das eigene Wissen an sich heranlassen, sich auseinandersetzen mit dem, was geschehen ist, was den Menschen geschehen ist, was da auch verborgen ist und mitläuft, ja auch in dem Selbstverständnis der Länder dann. Denn das Entscheidende ist ja, dass ja offensichtlich in Teilen der Türkei die Offenlegung dieser Geschichte gleichgesetzt wird mit einer Delegitimierung der Nation. Und das muss aufgebrochen werden. So wie ich erlebe in der Auseinandersetzung, Srebrenica ist hier genannt worden, mit jungen Serben oder jungen serbischen Bosniern, dass sie lernen, eine Beschäftigung mit der Geschichte bedeutet nicht, dass sie sich mit ihrer persönlichen Schuld auseinandersetzen müssen, sondern dass es um historische Verantwortung geht. Ich glaube manchmal, dass etwas, was wir aus Deutschland jenseits des uns mit dem eigenen Anteil auseinanderzusetzen, bei der Vernichtung eins weitergeben können, was vielleicht doch hilft, sich zu nähern und sich zu trauen, diese Teile der Geschichte anzuschauen. Die Trennung von dem möglichen persönlichen Schuldgefühl und der Tatsache zu sagen, es gibt da eine historische Verantwortung. Das bedeutet, was bist du für ein Jahrgang? Du bist 1970 geboren. Also du hast keine persönliche Schuld, aber du lebst in einem Land, mit dem hast du ein Erbe übernommen, ein politisches Erbe übernommen. Vor dem kannst du nicht davonlaufen, das kannst du nicht ausschlagen und mit dem musst du dich deswegen auseinandersetzen. Und du wirst dann sogar finden, dass die Auseinandersetzung anfängt, etwas offen zu legen, dass dieses Tabu hineinwirkt in dein Land, so wie es sich heute versteht. Das ist ja der Kemalismus und das immer den Deckel draufhalten auf der nationalen Frage. Und was dann dazu führt, dass ein Taxifahrer, wenn man das Wort Armenien nennt, man sofort weiß, wenn der auf die Bremse drückt und rechts ranfährt und sagt, können Sie bitte aussteigen, dann ist sofort geklärt, wer wo steht. Und es geht darum, und das kann vielleicht so ein Gesetz ein kleines Vehikel sein, aber das Entscheidende, glaube ich, ist das nicht für die Aufarbeitung. Rafik Kantian, bitte du. Ganz kurz darauf, ja. Ich meine, ich verstehe viele Ihrer Argumente. Andererseits ist das Problem etwas komplizierter, als wir das hier, glaube ich, vorstellen. Bei einem Teil der Leute, die wir erreichen wollen, ist der familiäre Hintergrund so, dass sie sich solche Fragen, auch wenn wir sagen, ja, du bist nicht persönlich daran beteiligt, das ist nicht deine persönliche Schuld, dennoch sich davon nicht lösen können, weil ihnen in der Tradition
so beigebracht worden ist, dass sie als Türken bestimmte Eigenschaften haben. Die sind in der Regel positiv besetzt. Und weil diese Positivbesetzung da ist, können sie, auch wenn sie persönlich damit überhaupt nichts zu tun hatten und auch persönlich gar keine Schuld hatten und auch nicht haben konnten, schon biografisch nicht, trotzdem diese Art von Probleme an sich heranlassen, nicht innerlich nicht zulassen. Es ist nicht alles. Es gibt durchaus auch ganz andere Schichten. Ich will damit auch nicht pauschalieren und auch nicht sagen, die Mehrheit ist so. Aber es gibt in der Türkei bestimmte Regeln und man darf bestimmte Slogans nicht unterschätzen. Man hat in der Republikzeit bestimmte Slogans in die Köpfe der Leute eingeimpft. Türk övün güven çalış. Das heißt, Türke, sei stolz, sei sicher oder verlass dich und arbeite. Dieser erste Teil ist ganz wichtig. Övün, das heißt, sei stolz. Und wenn jemand stolz ist, dann schaltet er im Prinzip an der Stelle die Selbstkritik aus und lässt solche problematischen Inhalte gar nicht erst zu. Das ist das Problem. Und wir haben, ich fand das sehr anschaulich, wie Cem Özdemir das vorhin sagte, ja, wir haben alle Kriege gewonnen und trotzdem sind wir kleiner geworden. Wie soll denn das dann gehen? Geht natürlich nicht. Falsche Frage, hat er gesagt. Das war ironisch gemeint. Und diese Art von Geschichtsverständnis sitzt den Leuten, auch wenn sie es nicht bewusst wissen, ist irgendwo eingebaut. Und es ist sehr, 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 sehr schwer, zumal der Staat ja keinerlei Anstalten macht, daran auch irgendwas zu ändern. Das ist der Punkt. Ich würde gerne noch einmal Doğan Akan das Wort geben, weil ich glaube, wir müssen dann auch bald schließen. Die Zeit rast leider. Und zwar genau an dem Punkt. Doğan, du hattest beschrieben, also dass du auf der einen Seite den Eindruck hast, man kann auch anknüpfen an einen Vergangenheitsaufarbeitungsprozesse, die hier in Deutschland geschehen sind. Wir wissen, dass es für die deutsche Gesellschaft, also deutsch-deutsche Gesellschaft, ich weiß immer nicht, wie die politisch korrekten Begriffe sind, auch schwierig ist, sozusagen sich noch einer weiteren historischen Verantwortung zu stellen. Was sind deine Erfahrungen? Du kennst sozusagen den Konflikt auch, dass die kurdische Immigrantinnen-Szene ja auch Probleme teilweise hat, sich mit dem Genozid an den Armeniern zu befassen, weil sie ja teilweise selber zu den Tätern mitgehören und es auch da eine Konkurrenz um wer es um Opfer geht. Kannst du darüber vielleicht ein bisschen was sagen und vielleicht auch einfach aus eurer praktischen Erfahrung? Was ich innerhalb der kurdischen Einwanderer beobachte, sehe ich etwas positive Entwicklung als in der türkischen Community in Deutschland. Also weil die Kurden vielleicht jetzt irgendwie Opfer sind von der Staatsgewalt, können sie vielleicht schneller verstehen, wenn sie jetzt zu uns so machen, haben sie bestimmt auch in der Vergangenheit Ähnliches gemacht. Also es gibt unglaubliche Bewegungen innerhalb der kurdischen Einwanderer. Deshalb dort sehe ich etwas Positives, ja, bei den Kurden. Also schwierig sehe ich innerhalb der türkischen Community in Deutschland. Sogar ich kann vergleichen, wenn ich die Istanbul und die Berlin oder Köln vergleiche, würde ich sagen, in Istanbul passiert mehr als in Berlin. Oder dort Also in der Türkei ist irgendwie nach der Ermordung von Hrant Dink, der Staat hat einmal erschöpft. Also sie können nicht mehr wiederholen zu lügen und der Staat hat alles gemacht, dass der Völkermord an den Armeniern ins Vergessen geraten hat. Und türkische Staat hat keine Idee mehr, wie sie weitermachen. Also bleibt übrig nur, ob die von unten innerhalb der Gesellschaft eine Bewegung entsteht. Und so eine Bewegung spüre ich in der Türkei, insbesondere in Großstädten, dass sie irgendwie Nase voll haben, die ganze Geschichte, ganze Lüge ständig zu hören.
Und sie haben dieses Jahr auch die Genozid an den Armeniern Gedenktagen gemacht in 5 Städten. Und das wir nicht einmal in Deutschland geschafft haben. Also, obwohl wir mehr Möglichkeit haben als die Menschen in der Türkei. Und die Neugierigkeit innerhalb der türkischen Jugendlichen, also in der Türkei meine ich, sehe ich etwas größer als hier. Also hier habe ich etwas mehr Mauer erlebt als in der Türkei. Aber auf der anderen Seite, hier hat man aber etwas Vorteil, dass das kann, also institutionelle Förderung oder diese demokratische Möglichkeiten, vielleicht Deutschland kann lokale oder Bundesebene etwas mehr leisten. Also einfach sehen, dass die Genozid, die Umgang mit Genozid auch Teil, wie die Hans Kiese betonte, ein Teil der oder eine Erweiterung der Erinnerungsarbeit in der deutschen Erinnerungslandschaft. Ja, ich danke euch, Ihnen allen recht herzlich. Ich denke, es wurde deutlich, dass wir bis 2015, also in 4 Jahren, wo sich der Genozid an den Armeniern zum 100. Mal jährt, noch viel zu tun ist. Und zwar in der bundesdeutschen Gesellschaft, in der Politik, in der Bildungspolitik und auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Ich glaube, wir sind ein Stückchen schon weitergekommen. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen bessere Rahmenbedingungen vielleicht, weil, so wie Doğan Akanlı es gerade auch sagte, die Türkei es einem vielleicht zurzeit leichter macht und nicht mehr ganz so allergisch reagiert auf bestimmte Auseinandersetzungen als auch noch vor 6 Jahren, als sozusagen der Bundestagsbeschluss im Bundestag debattiert wurde. Ich glaube, dass sozusagen auch da mehr Spielräume da sind und dass man sich sozusagen besser auch befreien kann von diesen außenpolitischen Zwängen. Und ich glaube auch, dass das sich wiederum auch in die türkische Immigrantinnen-Community in Deutschland selber auch auswirken wird. Sodass ich eigentlich hoffnungsvoll bin, dass wir in 4 Jahren, wenn wir sozusagen dann uns mit Sicherheit damit auseinandersetzen werden, zum 100. Jahrestag des Genozids, dass wir in der Aufarbeitung ein deutliches Stück weitergekommen sein werden. Das ist eigentlich meine große Hoffnung. Ich danke euch allen und Ihnen allen für Ihre Teilnahme am Podium und ich danke Ihnen. Ich hoffe, es war für Sie interessant und wünsche Ihnen allen. Ja. Tut mir leid.